In diesen noch für alle schwierigen Zeiten möchten wir von pre to media unser Schulungsangebot für Sie weiter offen gestalten. In diesem Sinne haben wir uns für ein Meeting Room entschlossen, und zwar Zoom Meeting, und das Ganze würde sich wie folgt abwickeln, wenn wir mit Ihnen trotzdem Schulungen über solche virtuelle Räume tätigen möchten. Sie erhalten von uns eine E-Mail. Und in dieser E-Mail ist die Einladung mit Datum und Zeitpunkt der Schulung. Und Sie haben in der Mail einen Link, wo Sie sich in dieses Meeting einloggen können. Sie klicken ganz einfach auf diesen Link und es öffnet sich die Zoom-Seite. Sie sagen Erlauben und wenn Sie das tun und nicht bereits die Software installiert haben, dann würde sich jetzt im Download die Software installieren und sie müssen diese einmal auf ihrem Computer installieren. Wenn Sie das bereits getan haben, öffnet sich dieses Fenster und Sie können sagen mit Computer Audio teilnehmen. Wenn Sie das machen, haben Sie unten links auch die Möglichkeit Videokonferenz zu gestalten. Oder Sie können den Video auch ausschalten. Weiter haben wir Chat-Funktionen und sogar Aufzeichnungsfunktionen für diese Schulung. Die zweite Variante, wie Sie sich zu einem Zoom-Meeting einloggen können, möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Im E-Mail erhalten Sie ebenfalls eine Meeting-ID. Sie können diese Meeting-ID kopieren und danach auf der Zoom-Seite Zoom. -Seite zum US einem Meeting beitreten. Sie klicken hier drauf und Sie werden aufgefordert, diese Meeting-ID hier einzugeben. Sie klicken auf Beitreten und es würde auch hier ein erstes Mal die Zoom-Software heruntergeladen auf Ihren Desktop. Die müssen Sie installiert haben und wenn Sie auf Erlauben gehen und die Software ist installiert, dann öffnet sich dieses Fenster wie bereits gehabt und Sie können sagen mit Audio teilnehmen und je nachdem die Videofunktion ein- oder ausschalten. Wir freuen uns, Sie auch in diesen schwierigen Zeiten mit unseren individuellen Schulungen bedienen zu dürfen und wünschen Ihnen ganz gute Gesundheit.